So, wir sind jetzt hier am Stellplatz Förde und Kanalblick. Das ist jetzt hier der Stellplatz. Ihr fahrt hier vor. Hier ist ein Seil. Da steigt mal einer aus und macht das Seil auf. Ihr fahrt rein, macht wieder zu. Hier sind dann Stellplätze in erster Reihe und in zweiter Reihe. Durch die Wasserreihe ist natürlich traumhaft schön. Wir stehen jetzt hier hinten. Hier sind noch kleinere Plätze. Hier passen Wohnmobile, ja, bis 7,50 Meter, 8 Meter drauf. Wir sind da schon ein bisschen länger. So, und wir stehen jetzt hier. Es kommt auch gerade ein großes Schiff vorbei. Es fährt jetzt in die Schleuse rein. Ist natürlich schön, ne? Mit Schiffe gucken. Ist hier ein Traum. Schleuse. Groß und die andere ist daneben. Und hier sind wir. Schön Schiffe gucken. Schiff fährt jetzt in die Schleuse. Thank you.
Wir bleiben jetzt hier eine Nacht und morgen geht es dann weiter nach Hamburg. Da stellen wir uns auf den Wohnmobilparkplatz in der Nähe vom Fischmarkt, um weitere Schiffe zu gucken. Das Video von Hamburg findet ihr in unserem Kanal. Der Nord-Ostsee-Kanal ist die meistbefahrene künstliche Seeschifffahrtsstraße der Welt. Er verbindet die Nordsee mit der Ostsee durch die Zeit- und Wegevorteile, Ersparnis von ca. 450 km. Miss me?
Ihr könnt zu Fuß oder mit dem Rad nach Kehl fahren. Wir lassen jetzt nochmal den Abend ausklingen im Gosch Kiel und genießen Fisch. Der Wohnmobilstellplatz in Kiel liegt direkt am Nord-Ostsee-Kanal an der Nordmole des Schärhafens. Hier könnt ihr toll große Frachter und Kreuzfahrtschiffe beim Ein- und Auslaufen aus der Förde und aus dem Nord-Ostsee-Kanal beobachten. Es gibt 30 Plätze, davon 18 in erster Reihe. Hinter dem Imbiss findet ihr eine tolle Terrasse, wo ihr schön die kleinen und die großen Frachtschiffe beobachten könnt. Der Stellplatz liegt direkt am Wasser. So, hier ist das kleine Sanitärgebäude. Mini, aber es ist vorhanden. Hier ist nochmal eine Dixie-Toilette, die ist nur für den Notfall. Und die Toilette, die hat Öffnungszeiten. Die ist bis 17 Uhr geöffnet. Und die schaue ich mir jetzt mal an. Ja, halt Container, ne?